What you want? Ja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder euer Benny von den Tourback Buddies zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 Gassen Setup. Heute geht es um das MG MK48 und zu meinem Noob Setup. Ja, ihr habt richtig gehört, zu meinem Noob Setup. Meine Aufgabe ist es ja, das beste Setup zu einer Waffe zu finden und dies habe ich natürlich wieder gemacht, um euch nur mit dem Besten vom Besten zu versorgen. Also gleich mal vorab, ja, ich spiele hier mit dem MK48, mit Zielsucher und mit Schalldämpfer. Und ja, um das Ganze noch zu toppen, habe ich natürlich bei den Killstreaks, also bei den Scorestreaks, die Hunter-Killer-Drohne dabei, den Wächter dabei und das Geschütz. Ja, fast ein bisschen übertrieben, aber naja, das soll mal dahingestellt sein. Aber so nach der Hälfte des Videos, dann kommt ein anderes Gameplay, wo ich sogar den Schwarm dabei habe. Und da werde ich dann sogar mit dieser Waffe diese Nuklearmedaille erreichen, also 30 Kills in Folge mit der Waffe. Aber nun zurück zur Waffe. Es gibt ja viele Leute da draußen, die einfach der Meinung sind, dass der Zielsucher ein Noob-Aufsatz ist. Ich möchte mich zu diesem Thema einfach nicht äußern. Meine Aufgabe ist es, wie gesagt, einfach das beste Setup zur Waffe zu finden und das habe ich getan. Und für mich ist das einfach bei dieser Waffe der Zielsucher mit dem Schalldämpfer. Und ja, ich möchte da draußen jetzt einfach keinen beleidigen, der auch mit dem Zielsucher spielt. Die Entwickler haben das einfach eingebaut und deshalb ist das auch wirklich jedem selbst überlassen, mit diesem Aufsatz zu spielen. Ob er es jetzt dann im Endeffekt tut oder nicht, das ist dann jedem selbst überlassen. Wie gesagt, meine Aufgabe ist es, das beste Setup zu einer Waffe zu finden. Und ja, das MK48 funktioniert einfach mit dem Zielsucher grandios. Wir werden dann später noch zu ein paar anderen Aufsätzen kommen, die ihr vielleicht statt dem Zielsucher verwenden könnt. Aber zuerst kommen wir mal zu ein paar Fakten der MK48. Sie macht einen Schaden von 49 bis 30, also auf Close Range einen Schaden von 49 und auf weite Entfernungen einen Schaden von 30. Das bedeutet, das MK48 ist immer ein 3 bis 4 Trefferkill. In 95% der Fällen ist es sogar immer ein 3 Trefferkill aufgrund der unbändig riesigen Reichweite, was die Waffe hat, nämlich sie hat die höchste Reichweite aller MGs. Mit dem Schalldämpfer verringert sich die Reichweite um 30%, dennoch kann ich diesen Aufsatz voll auf dieser Waffe empfehlen. Sie hat wirklich einfach so eine riesen Reichweite, da man da nicht so die großen Nachteile hat und man hat den enormen Vorteil, dass die Gegner einem nicht am Radar sehen. Und ja, das ist speziell, wenn man einen etwas defensiveren Spielstil hat, wirklich von Vorteil. Weiters hat das MK48 einen 1.2 Headshot Multiplikator, das bedeutet 20% mehr Schaden pro Headshot. Was aus einem 3-Treffer-Kill einen 2-Treffer-Kill macht und deshalb sind Headshots bei dem MK48 wirklich nützlich. Ein Nachteil bei so einem MG ist es natürlich, dass sich die Bewegungsgeschwindigkeit deutlich verringert, man wird dadurch einfach ziemlich träge und ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, sondern wirklich ein gravierender Nachteil, da man einfach so langsam wird. Ja, die Feuerrate der MK48 beträgt 625 RPM, was ziemlich langsam ist und speziell auch für ein MG wirklich langsam ist. Trotzdem verbunden mit dem hohen Schaden und der hohen Reichweite bleibt die Waffe trotzdem ein Killer. Der Rückstoß der Waffe ist gering bis mittel, den kann man auf jeden Fall leicht kontrollieren, also da hat man überhaupt keine Probleme damit. Die Genauigkeit aus der Hüfte ist einfach wirklich derb schlecht, wie bei allen MGs, da kann man es einfach überhaupt nicht empfehlen, da wirklich auf diese ganz, ganz Close-Range-Situationen zu gehen und da aus der Hüfte zu schießen, bringt wirklich nichts. Die Standard-Zielvorrichtung ist nicht wirklich die beste und deshalb habe ich ja auch diesen Zielsucher verwendet. Meiner Meinung nach funktioniert der einfach auf der Waffe am besten und ja, für die, die sich dagegen stellen wollen und nicht mit diesem Zielsucher spielen wollen, für die kann ich dann natürlich einen anderen Aufsatz, wie zum Beispiel das Reflexvisier, als alternative Zielvorrichtung empfehlen. Mit dem hat es wirklich auch gut funktioniert, aber wie gesagt, der Zielsucher funktioniert bei dieser Waffe einfach am besten. Dann kommen wir noch zur Nachladezeit. Die Nachladezeit beträgt 7,97 Sekunden. Was sehr, sehr lange ist, wenn man diese Nachladeanimation abbricht, also wenn rechts unten schon das Magazin voll ist und die Animation, also die Waffe noch immer nachlädt, dann beträgt sie 5,42 Sekunden, was auch nicht wirklich umso schneller ist, also die Nachladezeit ist einfach wirklich sehr, sehr langsam und das bedeutet einfach, ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr die Waffe nachladen müsst, dann einfach müsst ihr irgendwo in Deckung sein, müsst ihr irgendwo ja versteckt sein, denn ja, wenn ihr das nicht seid, dann wird es wirklich brenzlig werden, da die Waffe einfach so lange benötigt, um nachzuladen. Die Magazingröße beträgt 100 Schuss, was ziemlich groß ist. Mit den erweiterten Magazinen kann man sie auf 135 Schuss ausweiten, ja, was man meiner Meinung nach einfach nicht braucht. 100 Schuss genügen bei dieser Waffe einfach vollkommen aus
Und ja. Ja, was gibt es jetzt abschließend zu diesem MG zu sagen? Das MG ist einfach dafür ausgelegt, um defensiv zu spielen. So kann ich euch es auch empfehlen. Man hat eine sehr langsame Bewegung einfach, man hat einen hohen Schaden, eine hohe Reichweite, eine schlechte Genauigkeit aus der Hüfte und ja, einen geringen Rückstoß und so weiter. Und deshalb ist die Waffe einfach dafür ausgelegt, um wirklich defensiv zu spielen. Und ja, hier seht ihr gerade, wie ich diese Medaille nuklear bekomme. Also 30 Kills in Folge mit der Waffe. Ja, was wären da jetzt empfehlenswerte Aufsätze? Wie gesagt, mein bestes Klassensetup dazu wäre einfach der Zielsucher mit dem Schalldämpfer. Ich kann aber auch noch das Reflexvisier empfehlen, den Schaft, den schneller Ziehengriff. Und ja, was kann ich bei den Perks empfehlen? Da kann ich natürlich bei der ersten Perk-Klasse Leichtgewicht empfehlen, um diese Bewegungsträgheit einfach ja wegzumachen ein bisschen, dass man nicht so die Nachteile hat. Und bei der zweiten Perk-Klasse Zähigkeit, weil man getroffen wird, dass die Waffe nicht so sehr verreist. Und ja, bei der dritten Perk-Klasse kann ich jetzt nicht wirklich eine Empfehlung abgeben, das könnt ihr dann selber entscheiden. Und ja, das soll es eigentlich im Prinzip schon wieder gewesen sein von meinem Klassen-Setup, von meinem Noob-Setup. Das soll dann wirklich jedem selbst überlassen sein, ob er so spielt. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach einfach das beste Setup dieser Waffe. Und ja, bitte vergesst nicht auf die Bewertung des Videos und ihr könnt uns mal auf Facebook besuchen. Dort sind wir in letzter Zeit aktiv und ja, informieren euch immer über die neuesten Meldungen. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao! Come on.